1960ern in Prag geboren und dort aufgewachsen. 1968 verlässt er als junger Spund seine kommunistische Heimat. Er tauscht den Prager Frühling gegen den südafrikanischen Sommer. Maler hatte er werden wollen, Schlosser hatte er lernen müssen. Seine künstlerische Leidenschaft kann er nur in Abendkursen an der Kunstakademie Prag ausleben. Die Kurzfassung in seinen Worten: All starts with head, not in brain, but in mind. Weshalb auch der charakteristische Kopf ein Leitmotiv in seinen Ölbildern und Collagen ist. Olders Herangehensweise ist geprägt von Perfektionismus, den er als Prozess sieht. Es vergehen schon mal 2, 3 und durchaus mehr Jahre, ehe er ein Bild als fertig erklärt. Wenn überhaupt, den folgenden Satz hört man immer wieder von ihm: It's not finished yet. Betrachtet die Bilder, beachtet die dazugehörigen Titel, seht und spürt selbst, Zitat: You get what you think to see. Bernhard Witsch in diesem Freundeskreis vorzustellen, bedeutet Eulen nach Athen bzw. altes Eisen zum Schrottplatz tragen. Unter anderem von dort holt sich der Rostbaron, so nannte ihn unlängst jemand, Material und Inspiration für seine Kunst. Recycling bzw. besser Upcycling, das ist seit jeher die Basis seiner künstlerischen Arbeit. Bei dieser Ausstellung mehr denn je, denn Witsch geht mit seinen Exponaten ein Stück back to the roots. Die Bilder und Skulpturen aus seinem Atelier, oder soll ich sagen Werkstatt, vereinen oftmals vermeintliche Gegensätze, wie etwa Edelstahl und korrodiertes Eisen zu spannenden Gesamtkunstwerken. Silberner Hochglanz und rostrote Mattheit, Einblicke ins organische Innere einer harten Schale, Demontagen von Monumenten. Seine Skulpturen sind von starkem Ausdruck und höchster handwerklicher Präzision. Der Metallgestalter kommentiert aber auch gern mit viel Witz und Wurf und nimmt aktuelle sowie Dauerthemen auch mal auf die Schippe. Macht einfach, was ihm ein- und gefällt. Wer sieht schon in einem alten Feuerlöscher einen freundlichen Hund? In einer alten Flasche einen frechen Fisch? In einem Stahlhelm ein Friedenssymbol? Der Gefühlsmensch Benny schmunzelt gerne und macht andere gern schmunzeln.